So, also so kommt ihr mir nicht davon. Wozu seid ihr gewählt, bezahlt, subventioniert, wenn am Ende immer ich, der Verbraucher, ich, das schwächste Glied in der Kette, alles regeln soll? Hey, ihr stellt die Weichen, aber ich soll hinterher die Richtung ändern. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Hey, das nervt mich wirklich. Damit heißt es, der Verbraucher will es so, ich will es so. Und weil ich es angeblich so will, ändert sich nichts. Und es ist alles, wie es ist, weil ich habe ja schon entschieden, an der Ladenkasse entscheide ich alles. Ja, hören Sie mal, nach dieser kranken Marktlogik könnten wir ja demokratische Wahlen in Zukunft ganz abschaffen und alles an der Ladenkasse entscheiden lassen. Aber ich möchte trotzdem mal festhalten, nein, das will ich nicht. Ich will nicht, dass 90% der in Deutschland produzierten Schweine aus widerwärtiger industrieller Tiermast stammen. Ich will auch nicht, dass Deutschland Europameister ist im Fleischexport und den Rest der Welt flutet mit diesem Fressdreck, den sie aus diesen gequälten Viechern herausgeflext haben und mit dem sie die kleinen Bauern nicht nur hierzulande, sondern in ganz Europa kaputt machen, zum Aufgeben zwingen, in Ländern wie Rumänien. Und ich möchte nicht, dass dann diese bedauernswerten Menschen gezwungen sind, als Lohnsklaven der Subunternehmen, der Fleischkonzerne hierzulande in den Schlachthöfen sich gnadenlos ausbeuten zu lassen. Dafür habe ich mein Einverständnis niemals gegeben. Mit keiner Kaufentscheidung dieser Welt. Und ich will nicht, dass das legal ist. Gut, es ist ja auch nicht legal. Ja, vor einem Jahr ungefähr hat der Bundestag die Gesetze enorm verschärft, um die Situation dieser Lohnsklaven zu verbessern. Das war sehr lobenswert. Und wissen Sie, was danach passiert ist? Danach hat man die Kontrollen der Schlachthöfe einfach halbiert. Das ist genial. Da muss man mal drauf kommen. Wir führen ein Tempolimit ein und hernach verzichten wir auf die Radarfallen. Nein, das will ich nicht. Und übrigens, hätte mich Horst Seehofer, als er 2005 unter Schwarz-Gelb Landwirtschaftsminister wurde, mal gefragt, ob ich massenhafte Subventionen für die Massentierhaltung will und ob ich möchte, dass die Flächenbindung aufgehoben wird, dann hätte ich gesagt, tut mir leid, ich bin ein Stadtmensch, ich habe keine Ahnung, was ist denn Flächenbindung? Und dann hätte ich mir erklären müssen, dass Flächenbindung bedeutet, dass jeder Bauer nur genau so viele Tiere halten darf, wie er Platz und Fläche hat, um diese Tiere selbst ernähren und ihre Gülle entsorgen zu können. Verstehen Sie, die Flächenbindung, das war eine Obergrenze. Da hatte er mal eine Obergrenze, der Seehofer, und dann schafft er sie ab. Man möchte sich vor Vergnügen in die Hose schiffen. Und seitdem, und wirklich, seitdem haben wir das Problem. Seitdem haben wir das Problem. Seitdem wachsen diese Agrarfabriken und die kleinen Bauern verrecken, geben auf. Kleine, ehrliche, ja, Bauern, die noch Freude haben und ihren Benz-Diesel nur mit Heizöl fahren. Und seitdem wird das Land geflutet mit Gülle und verseucht, weil es zu wenig Flächen gibt und so viele Tiere. Und übrigens hätte mich damals mal jemand gefragt, ob ich nitratverseuchtes Grundwasser will, wenn ich dafür im Gegenzug 100 Gramm Hackfleisch für 29 Cent einkaufen kann. Dann hätte ich gesagt, nein, will ich nicht, lasst es lieber. Und ich will übrigens auch nicht, dass Deutschland, was heißt Deutschland, wir alle, wir als Steuerzahler, jetzt gigantische Strafen zahlen müssen an die EU. Müssen wir zahlen, warum? Weil diese Bundesregierung seit Jahren die vorgeschriebenen europäischen Nitratgrenzwerte einfach ignoriert, auf Kosten meiner Gesundheit. Und jetzt müssen wir Strafe zahlen. Hey, wieso zahlen wir das? Warum zahlen das nicht die Fleischbarone? Sollen doch die mal den Dreck wegräumen, die ihn in die Ecke geworfen haben und nicht immer behaupten, ich will das so. Dauernd fühlen sich andere die Taschen. Und ich werde finanziell und moralisch ständig zur Kasse gebeten. Immer bin ich jetzt verantwortlich, allein verantwortlich. Für alles bin ich verantwortlich. Wenn ich Fleisch esse, bin ich verantwortlich für das Schicksal dieses Ferkels. Wenn ich Fisch esse, bin ich verantwortlich für die Überfischung der Meere. Wenn ich ein Hemd kaufe, bin ich verantwortlich für die Baumwollpflücker in Afrika. Wenn ich ein Handy kaufe, bin ich schuld an der Kinderarbeit in Afrika. Wenn ich bei Amazon bestelle, bin ich verantwortlich für die Zerstörung des stets unfreundlichen deutschen Einzelhandels und für die Ausbeutung des DHL-Boten. Wenn ich fliege, bin ich verantwortlich für den Klimawandel. Und wenn ich nicht fliege, bin ich verantwortlich für die Altersarmut der Lufthansa-Piloten. Nein, das will ich nicht mehr. Das will ich nicht.